Schalke, da werden wir alle gallig, alle geil. Ah, ah, das läuft beim BVB unter leistungssteigernde Substanzen. Das Wort Schalke gehört bei uns auf die Dopingliste. Sebastian, ich bin's, der Kloppo. Du, ich stehe gerade vor der Wäscherei von eurer Mutter, aber warte mal gerade. Ist noch zu, wie kann das sein? Ach, sonntags ist immer zu. Ja, ich kenne das anders von zu Hause. ja, ich wollte gerade hier die Trikots noch aufbügeln lassen für das Derby gegen Schalke 04. Wobei Derby ist ja mittlerweile eigentlich gegen Real Madrid. Ich glaube, ich habe den Ronaldo in letzter Zeit öfter gesehen als meine eigene Frau. Und ich muss sagen, der hat die Beine auch mindestens genauso gut rasiert. Ah, haben die zu auf dem Sonntag. Egal. Ja, die Bayern hatten ja europäisch wieder Losglück. Die spielen ja gegen Manchester United. Für mich ja das SC Paderborn der Champions League. Die einzigen Spieler, die ich kenne, sind Kagawa. Vorne drin das holländische Waschmittel Robbie van Persiel. Und natürlich Hani und Nani. Oh, nee, guck mal hier. Dicker Fettfleck auf dem Trikot von Marcel. Ah, das ist, weil er sein Brötchen immer mit Schmelzerkäse isst. Das kriegen wir nie raus. Dann wasche ich die Wäsche eben zu Hause. Vielleicht ist ja Ulla noch im Bügelzimmer. Ja. Wobei, nee, die putzt ja heute die 14 Badezimmer. Ja, wir haben 3-0 gewonnen gegen Hannover 96, aber ich mache mir mittlerweile große Sorgen um die ganzen Verletzten, die wir haben bei Borussia Dortmund. Wir trainieren mittlerweile eigentlich nur noch im Sitzen. Und die ganzen Verteidiger hinten, inklusive Roman Weidenfeller, tragen alle schusssichere Westen. Weil wenn die einen Ball abkriegen, dann sind die anschließend wieder 8 Wochen krank. Ja, aber jetzt in der Schlussphase der Saison arbeite ich bei Borussia Dortmund sehr viel mit Visualisierung. Jeder von meinen Spielern kriegt so eine schöne Ersatzehefrau mit nach Hause. Ja, so ein Pokal zum Kuscheln. Wenn du das Ding jeden Tag vor Augen hast, jeden Tag. Wenn du morgens im Badezimmer stehst, dann glaubst du irgendwann dran, dann denkst du, es ist deiner und dann gewinnen wir irgendwann mit Borussia Dortmund auch ganz klar die Champions League. Ja, unser Bundestrainer Jogi Löw hat mir auch welche zugeschickt. Ich habe gesagt, Jogi, eigentlich reicht einer hiervon für Mats Hummels, vielleicht noch ein halber für Marco Reus, weil ganz ehrlich, unser Torwart Roman Weidenfeller, der fährt sowieso nur mit nach Brasilien als Tischtennispartner für Andi Köpke. Ah, ich habe mir den irgendwie schwerer vorgestellt, diesen europäischen Pott. Gratulation schon mal an Bayern München, die ja in Berlin jetzt am Dienstag die deutsche Meisterschaft gewinnen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Meisterfeier an einem Dienstag. Ja, das ist ungefähr so wie ein Besuch im Swingerclub, wenn du ganz alleine bist und keiner ist da. Was? Ah, zweite Liga war ja auch noch. Natürlich, zweite Liga hat ja gespielt. Stuttgart gegen Hamburg 1-0. Ich sag euch, der Hüb Stevens schafft den direkten Wiederaufstieg mit dem VfB. Aber der hat ja in Stuttgart auch das Frühstück eingeführt. Ich habe ja gerade bei Borussia Dortmund das Frühstück gestrichen, weil sonst verletzt sich wieder einer von meinen Jungs am Körnerbrötchen. Das können wir nicht gebrauchen. So, ich muss jetzt noch ganz kurz hier den Fischteich sauber machen. Und dann freue ich mich auf Real Madrid. Yeah! Ah, halt, stopp, halt, halt. Fast hätte ich es vergessen. Wenn euch dieser Clip gefallen hat, dann gerne Kommentare unten drunter schreiben. Auf jeden Fall liken, Verbesserungsvorschläge. Wenn ihr Bock habt, schaut doch hier den Supergeil-Clip oder den Kultliga-Clip aus der letzten Woche mit Franz Beckenbauer oder einfach folgen mir, dem Matze Knob bei Facebook oder bei Twitter, steht hier unten drunter. Oder bei Google Plus, einfach hier, wenn ihr da irgendwie abonnieren wollt, dabei sein wollt, einfach hier aufs Bild klicken. Hier, auf das Bild, einfach mit der Hand. Mit dem Finger. Egal, mit der Nase. Wir sehen uns nächste Woche. Ja! Ja! Ulla!